Das ist jetzt spannend, weil das ist eine Neuentwicklung. Das ist die Mark Lux 620 und das ist eine Markise, bei der das Tuch seitlich auch gehalten wird. Das heißt, ich habe also nicht nur unten und oben meine Befestigung des Tuches, sondern auch in den Führungsschienen. Die wird dann hauptsächlich eingesetzt werden in Räumen, die ich verdunkeln will. Also Schlafzimmer, Konferenzsäle, wo mit dem Beamer gearbeitet wird. Und das Spannende daran ist, dass wir jetzt sehen wollen, wie es hält und was da passiert, weil der Wind ja jetzt das Ganze wie so ein Kissen wegdrückt und nicht vorher platt an die Wand drückt. Die relevanten Teile, das sind noch Prototypenteile. So können wir jetzt sehen, wie hält's. Und wenn dann wirklich etwas nicht hält, haben wir noch die Möglichkeit, das zu beeinflussen und das zu verändern und anzupassen. Wenn es jetzt hält, haben wir gleich richtig konstruiert. Jetzt sind wir bei 40 Meter pro Sekunde, also 150 Stundenkilometer. Die Frisur hält, genau, sehr gut. Man wartet eigentlich darauf, was geht jetzt kaputt? Was geht kaputt? Das Tuch? Reißt der Gurt? Oder reißt der Saum aus? Oder wiegt sich eine Führungsschiene durch? Oder reißt ein Halter ab? Aber man sieht keine Vibration, kann gar nichts. Auch das Tuch selber, dass da was flattert, ist alles bis jetzt sehr gut. 180 ist eine hohe Geschwindigkeit und das bin ich auch richtig in den turbulenten Bereich des Windes, nicht mehr im Laminaren. Und wenn die das hält, das ist schon eine super Geschichte. Macht sehr zufrieden, wenn man das dann sieht. Und auch sieht, was da passiert und dass da eben nichts passiert.